Wie in den letzten Jahren schon öfter passiert, fällt auch 2023 Sturm der Liebe im Sommer aus. Die Produktion der Serie gönnt sich eine verdiente Drehpause. Jetzt ist bekannt, wie lange der Ausfall andauern wird. Wie die ARD in einer Pressemitteilung schreibt, werden vom 3. bis zum 21. Juli keine neuen Folgen von Sturm der Liebe ausgestrahlt. 3 volle Wochen müssen wir uns also gedulden, bis am 24. Juli wieder Updates vom Fürstenhof über die Bildschirme flimmern. In dieser Zeit wird die ARD die Zusehenden mit reichlich Sport versorgen. Vom 1. bis zum 23. Juli wird ab 14.10 Uhr immer unter der Woche die Tour de France bei der Sportschau übertragen. Ob diese auch den gesamten Sendeplatz von Sturm der Liebe einnimmt oder es noch ein anderes Ersatzprogramm gibt, ist noch nicht bekannt. Demnach muss auch Rote Rosen weichen. Und das deutlich länger. Schon ab dem 12. Juni pausiert die Serie 6 Wochen lang, ebenfalls bis zum 23. Juli. Vor der Tour de France wird die neue ARD-Serie Die Haustierprofis den Slot übernehmen. Fans dürfen aber aufatmen, denn die Pause ist keinesfalls ein Zeichen, dass sich die beiden Serien bald verabschieden könnten. Momentan sind beide Formate bis 2025 fest im ARD-Programm eingeplant.